Diese Mütze ist mein diesjähriges Weihnachtsgeschenk. Liebe will riskiert werden, steht da. Und ich finde, dieser Spruch passt perfekt zu Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber stopp, ist das nicht Phrasendrescherei? In wie vielen Familien gibt's am Heiligabend jedes Jahr Krach? Wie viele Menschen sitzen Heiligabend alleine zu Hause am Tisch und haben niemanden, dem sie Liebe schenken können oder der ihnen Liebe schenkt? Von Harmonie ist da irgendwie keine Spur. Und ganz ehrlich, bei der Geburt im Stall, da war es auch wenig harmonisch, oder? Ja klar, die Engel, die rücken das ganze Bild dann irgendwie wieder gerade und in unserer Vorstellung ist es dann doch ganz feierlich. Aber mal im Ernst. Jesus kommt in einem Stall, in einem Futtertrog zur Welt. Da, wo es stinkt, da, wo es kalt ist, wenig feierlich. Maria und Josef sind kurz zuvor noch auf einer weiten Reise gewesen, haben einen beschwerlichen Weg hinter sich. Ich glaube, da hat es auch zwischen den beiden ab und zu mal gekracht. Da lagen sicherlich hin und wieder die Nerven blank. Und deswegen, Weihnachten in seinem Ursprung hat wenig mit Harmonie, aber unendlich viel mit Liebe zu tun. Liebe, die riskiert werden muss, die eine Risikobereitschaft erfordert. Vermutlich tut das jede Liebesbeziehung. Wenn wir uns auf einen Partner, eine Partnerin einlassen, dann gehen wir ein Wagnis, ein Risiko ein. Wird die Beziehung gut gehen oder werden wir scheitern? Wenn wir Kinder bekommen, auch dann ist das Risiko behaftet. Uns wird unendlich viel Verantwortung abverlangt, gute Nerven, Durchhaltevermögen, Fantasie, Vertrauen. Ja, Liebe ist Risiko. Und so ist das an Weihnachten auch. Gott wird Mensch und riskiert damit unendlich viel. Er kommt in diese Welt, um uns nahe zu sein und um uns zu zeigen, wie unendlich groß seine Liebe ist. Er lässt sich bedingungslos auf uns ein, als kleines, hilfloses Baby, das komplett auf uns angewiesen ist. Und wir? Schaffen wir es auch, uns auf ihn einzulassen? Schaffen wir es, das Risiko einzugehen, das Leben mit Gott zu wagen, ihm an Weihnachten unsere Tür, unser Herz zu öffnen und ihn in unser Leben zu lassen? Ich wünsche uns das von ganzem Herzen, denn ich bin überzeugt, das ist ein Wagnis, was sich lohnt. Und nur wenn wir Liebe riskieren, dann wissen wir auch, wie viel Gutes uns durch sie widerfahren wird. Frohe Weihnachten!